Nee. Scheiß Dingsbiker. Spawnort ist.
LJT here. You heard the expression, money doesn't grow on trees? Well, it doesn't grow in your money factory either. They're out of supplies, so head over. Und da schreibt mir jemand Master auf. So für das Zocken, Hocken, Hacken, und dann hat so die Wetter gefühlt. Mein Twitch nicht gerade so lange, als die YouTuber mache. Am besten mit Mr. Moskete. Hose runter. Hose runter. Schlampe. Moskete hat eben die beste wollen Spruch finden, ja, nach meiner Meinung. Ah. So. Das muss ich nur so weit, wenn ich nicht klinge. Ist auch eine Wunder, warum man nicht versteht. Und wo ich die Kopf also mit Fahnen spange. Aber man kann doch bei dieser komischen Umfrage checken, was da so oben so ein Chat kommt bei Twitch Sticks. Ich glaube, wir haben so eine dumme Umfrage gemacht. Also, jetzt habe ich mal
Okay, dann fallen wir drauf. Hot Dogs, nein, ja. Das kann ja nicht so. What's up? Hot Dogs, nee. So viel ich weiß. Auch nach der Ubisoft schon eine Vorwand gemacht. Hellfire! Nein, das hoffen wir nicht. Ich hole mir eher erstmal die Brawler. Und wie ich meine SP-Brawler. Heute fangen wir mal falsch geht. Falsch geht es immer noch das echte in GTA. Oh ne, jetzt kam hier diese Typen. Also das Falschgeld habe ich mir umsonst geholt, weil ich dieses Starterpaket geholt habe. Erstmal hole ich mir noch meinen Sklaven oder Mitarbeiter, wie man es nennt. Abster. Beste für die Templergemeinschaft. Der Orden ist ewig. Du kannst bei Info unter meiner Kur gucken. Nicht schlecht. Also ich kann das schon tun, aber habe momentan keinen Bock auf Casino Hope. Ja, Drogen gehen immer vor. Auch wenn das nicht mal Drogen sind, nur Falschgeld. Ich würde jetzt nicht wundern, wenn man später mit einem Falschgeld noch dann das verkauft hat, wenn Falschgeld noch bezahlt wird.
sicher, das wäre wohl der erste Fail. Oder ist es der zweite? Oder der dritte? Aber dann sieht erstmal noch vom 5G2 Unternehmen Arbeit aufgebaut hat und minimal bezahlt hat. Manchmal nur eine Weile gedauert. Aber ich glaube, das ist praktisch eine Mission, die man machen muss, weil es dann zu viel verkloppen. Thank you.
Übung, weil das eine schwache und eine fassbar macht. Das geht schon. Mit dem Daumen hoch. Keine Ahnung, Soße. Einzumachen ist gut. Keine Kunst. Mal Ausrufezeichen YouTube machen und schon Ding wird man auf YouTube-Kanal angezeigt. Das hat Ausrufezeichen zusammenschreiben.
bin ich hier nicht der beste Streamer. Aber in Premium Liga geht ja nicht Premium, sondern Kiddiaspieler. Mit dem ist ein guter Kiddiaspieler. Ja, ich weiß es. Das kann ich auch verstehen, warum du kein GTA wegen sowas zockst. Resupply successful, a long journey out. Weil einige echt abfacken. Ja, unter denen kann sogar auf meine GTA-Crew klotzen. Hi there, this is Bryony from Alan's Rome Productions. I was told you might be interested in participating in our online TV streaming live entertainment experience Arena War at the Maze Bank Arena. We're looking for high net worth individuals to buy workshops overlooking the action and to participate in our live shows. If you like big vehicles, explosions, bright lights, meaningless fame, and all out competition, Arena War might be the thing for you. Aber es gibt auch manche Server, die sind eigentlich okay, wo du zocken kannst. Aber die besten Server sind eigentlich immer noch die, wo eigentlich öffentlich sind. Aber gleichzeitig auch gar kein Spieler drin sind, denn mit der kannst du deine Zeugs immer holen und halt Geschäfte machen. Also sind auch viele Online-Spieler nicht zuverlässig. Und ich wollte aber verlassen müssen. Also wir sehen uns in der nächsten Wartezeit. So lange schreibe ich noch im Chat. Warum habe ich einen Chat-Ding gemacht? Also, du wirst es gleich sehen. Du musst nur warten, da reagiert gleich mein Bot.
vorher schon reagiert. Und am besten soll ich jetzt nochmal demonstrieren. Ja, das habe ich jetzt mal gemacht. Wenn du das eingibst, dann kannst du mit anderen Streamer, und besser gesagt nicht andere Streamer, sondern andere Typen, die wohl nerven. Sagen lassen, dass sie leise sein sollen wegen des Streams. Sonst machen einige auch so. Aber immer Dinge mit Ausrufezeichen und dann wie YouTube dahinter oder so. Im Wetterbot irgendwas labern oder sowas. Wie zum Beispiel Ausrufezeichen Moin. Und danach labert der Bot was. Das habe ich zum Beispiel alles bei Stream Decks eingestellt. Und nach meiner Umfrage hast du vermutlich Soße genommen. Doch eins stört mich eigentlich immer. Immer diese Ladezeiten. In den Ladezeiten hättest du längst an 5 Minuten das YouTube-Video fertig geglotzt. Wenn das Internet bei dir buggt oder wenn irgendwas buggt, schreib Bescheid. Ich weiß, wie wir den Bildschirm sehen, ich gucke nur nach einem Download. Aber ich schätze mal, wenn ich so meine Stimme im Stream nachher anhöre, klingt sie echt kacke. Aber es ist nur eine Schätzung. Ist so, Late Simulator. Warum macht das nicht Rockstar das nächste Mal? Willkommen zurück im Militär. Gesponsert von Ford zu Landung. Das Militär. In GTA Online. Doch, ich gehe ab.
places. Ich hoffe, irgendwie hat gerade einen Bug. Das war eindeutig ein Bug. This is American first. Ah, danke für deine Folgen. Ich bin Lost 23. Vielleicht ist eines Tages normal. Moderator. Nee, ich schätze, was ich sagen will, ist eigentlich Moin. Einfach nur Moin. Doch bevor ich erstmal richtig starte, muss ich mal wieder auf meinen Chat schauen. Da habe ich auch schon jemanden kennengelernt. Ja, du wunderst dich, PSP, ja, Stream, oder Lila und so was. Ja, es ist PSP. Auch wenn man lieber vor dem Senpai, ja, für das auch selbst. Oder besser gesagt, Konori. Wenn du auch eine PSP hast, ich bin dann im Handwerk getroffen, da habe ich jemanden kennengelernt. Also ich jetzt war jemand, wo auch auf Twitch geglotzt hat oder geschaut und dann einfach mit mir zocken wollte.
Internat, wo ich bin. Vielleicht erzähle ich auch nur Mist, aber das, was ihr jetzt hört, wäre vielleicht nur Mist. In meinem Internat denken die viel auf Bio. Was sagen sie zu Marihuana, wenn sie das sehen gegen Bioprodukte? Aber ehrlich, mir geht's ja, ich bin lost. Gut, schlecht, kacke. Oder hat es einen genialen Tag mit Döner? Danke für das Abo auf YouTube. Auch wenn ich momentan nur meine Videos auf YouTube, die letzten Livestreams auf Twitch hochlade. Aber mir keine Ideen einfallen. Momentan noch nicht. Okay, we're gonna sell. Aber heute verkaufen wir Drogen. Hier darf man ja nicht betrogen, wenn man Drogen hat. Ah, du meinst Amerika-Look. Ja, ich finde es auch okay. Ich meine, wir sind gespannt, den Livestream sehen.
der Chat-Beschreibung. Also in der Chat-Beschreibung oder sowas. Oder bei Info, wenn du mal nachschaust. Siehst du ein Bild von meinem Crew und die kann ich entweder das Bild eingeben oder das ist einfach zu spät kaufen und schon siehst du meine Crew in Rockstar. Du musst dich halt am Rockstar-Account anmelden. Und dann kannst du weitergehen. Und dann kannst du einfach auch geht ja online, wenn du PS4 hast. Einfach auf Crew beitreten und dann Ding bis in das Cover. Auch wenn du diesen Server noch nicht hinkommen würde, kann ich sagen, skip. Ich glaube, es ist ja logisch, wenn du einen Rockstar-Account hast, wenn du dich schon mit der PS4 eingeloggt hast, wegen Schutz deines Accounts, wenn du mal PS4 hast, anstatt wenn du eine PlayStation gesichert hast. Okay, danke, ciao. Falls du noch da bist. And the sale is made. Naja, morgen bin ich vermutlich auch wieder bis 22 Uhr oder so. Für den Stream. Vielleicht mache ich ja noch Worlds, aber nicht heute. Das ist sehr unterschiedlich. Doch, ich werde glaube ich noch fast jeden Tag streamen mit bis zum Sommerferien. Danach habe ich vorher wenig Zeit gegen Job. Hier, das ist auch nochmal mein Link von Streamlabs. Der kann ich auch nochmal in der Crew treffen. Ich hab's irgendwie, hat auch mein Profil das Info nicht gefunden.
findet es da aus, dass nicht das Problem des Lebens. Aber jetzt über meinen Kanal auf Info geguckt, und sogar wo Info steht, ist eigentlich auch gefunden mit so einem Bild. Am I okay? Dickhole. Die, asshole. Come on, you piece of shit. Eigentlich machen wir den Panther. Das ist gut, aber diesmal machen wir den Kill, das ist gut. Thank you.
Das ist auch einer der Gründe, warum ich dich verstehen kann, Philipp. Weil ich mich Spiele abpacken. Von den Missionen mache. Komisch kann man GTA noch nicht mal in so einem öffentlichen Server ruhig im Bett liegen, ohne dass man abgeknallt wird. Wenn ihr auf mein Insta-Profil oder wenn ihr auf mein Insta-Profil abchecken wollt. Ah ja, da bist du alleine da. Philippe. Noch irgendwas außer mein Zwiebeln Philipp. Und diese Uhr am Schluss hat Langeweile geht da online zocke. Und bei Hitman hat er furchtbar versagt. Du Sack. Zeig ich zum NPC. Okay, gut, noch. Ich träume, dass ich meinen Laptop hab.
doing this? How can I help? Okay, but only for a minute. What? Danke fürs Folgen, Lucky Punch. Ich wechsle nur den Server, um mich so ein Noob Baker meine Marihuana-Farm erstmal gekillt hat.
Und diese Biker, also diese Typen, die einfach so rumfliegen und dich einfach abballern können, sind die schlimmsten, die wo du in GTA Online nur einfach begegnen kannst. Das ist zwar meine Meinung dafür. Wenn du GTA Online zockst, dann kann dir gleich dieser Link helfen. Ja, Besuchen ist immer schwierig, wenn die Ladezeiten immer so lang sind. Aber ehrlich gesagt mache ich mich um dieses Gras nicht so viel Sorgen, weil ich schon beim Nachtclub-Verkauf etwas Money gemacht habe und schon bei Headhunter. Aber Noob Biker, warum hat man überhaupt diesen Mist erfunden? So, den Wagen finde ich gar nicht schlimm, aber man sollte den Raketenwerfer so wegmachen. Was geht bei dir so? Außerdem gibt es eigentlich Gründe, warum ich Chat für Follower gemacht habe, wegen außerdem einen Stream. Also, was ich damit sagen will, außer meinem Bot und dieser Stream-Element, was eigentlich bei jedem Livestream irgendwie ankündigt, blablabla macht live, möchte ich ja nicht weitere Bots in meinen Chat zufällig bekommen, wo mich spammen, wie zum Beispiel so einen Typen namens Jezzer. Der hat mir mal erzählt, wie er, als er mal angefangen hat, haben ihn tausende von Bots gespammt und er konnte die auch nicht mehr loswerden und sowas. Und deshalb gab es einen Grund, warum ich Chat für Follower gemacht habe, weil meine Bots sich einfach nicht folgen. Die folgen die einfach nicht. Tja, jetzt müssen wir wohl warten. Was wollt ihr eigentlich von Ubisoft? Demnächst oder sowas. Es ist irgendwie Valhalla oder Cyberpunk oder Watch Dogs. Das alles kommt ja bald. Oder wusste ich einfach gar nichts davon. Lucky Punch. Willkommen im Militär. Gesponsert von Ford Zulandung in GTA 5 Online.
Jetzt habe ich 100 Wasser genommen. Heute fliege ich mal leicht. Ja, ich hätte ein Ding muss noch lernen zu lernen.
es packt eindeutig. So some supplies. You at the point? Convoy's in. Thank you.
I take it this isn't a social call. I can do it briefly.
Packet. Lucky Punchen, bis war ich noch dran. Würde mich halt so interessieren, bevor ich offline gehe. In 10 Minuten oder so. Drop one.
Concierge can book you an unforgettable experience. Upgrade to the VIP club and upgrade your experience. Isn't it time you escape the ordinary, people? Okay, gut, ne? Also, ich wohne auf dem Chatten. Also nicht. Vielleicht Noah. Bis morgen wieder. Und das war's wohl mit dem Stream.